Schönen guten Abend in die Runde. Ich begrüße euch im Namen des Kreisverbandes der Bündnis 90 Die Grünen. Sehr herzlich, freue mich, dass mehr als 15 Personen den Weg hierher gefunden haben. Ich habe gerade mit dem Herrn Rühl gesprochen. Der sagte, er finde es ganz schlimm, dass da in Zeiten dieses Kommunalwahlkampfes sehr wenige Menschen zu den Veranstaltungen kommen und eben nicht nur bei den Grünen, sondern bei allen anderen Gruppierungen auch. Deswegen, nichtdestotrotz freuen wir uns, dass ihr alle da seid, dass Sie alle da sind. Wer mich nicht kennt, Heinz Schreiber, bin Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag und bin, wie sagt ihr, Nürwitz, Spitzenkandidat, bin die Nummer 2 auf der Liste. Thea ist die Nummer 1. Wir bedanken uns bei der fantastischen Bibliothek, dass wir diesen Raum heute Abend hier nutzen können. Und wir haben es letzte Woche am Montag auch schon gesehen, wie voll dieser Raum sein kann. Und umso mehr kommt es auf den Inhalt an, auf die Diskussionen an, die bisher immer in allen Veranstaltungen, die ich mitbekommen habe, sehr, sehr gut waren. Ich will noch einen Blick in eine andere Richtung werfen, bevor wir auf das eigentliche Thema kommen. Ein Satz, der hat sich bei mir in den letzten Tagen sehr eingeprägt, der heißt: Eine Technik, die keine Fehler verzeiht, dürfen wir nicht nutzen. Und ich finde, dass dieser Satz, der sich wirklich bei mir sehr eingeprägt hat, die ganz vielen Diskussionen, die überall laufen, ob es nun zwischen den Parteien ist, ob es in Betrieben ist, ob es zwischen einzelnen Menschen ist, im Grunde bringt dieser Satz die ganzen Diskussionen auf einen Punkt, nämlich wir müssen raus aus dieser Technologie und etwas, was wir nicht beherrschen können, gehört nicht unter die Fuchtel der Menschen, hätte ich fast gesagt. Und ich denke auch, das will ich, ohne dass ich da so tief reingehe, aber ich will sagen, wir nehmen alle Anteil an dem, was dort in Japan passiert. Ich habe für mich so das Gefühl, damals Tschernobyl, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, da war das auch eine ganz besonders hohe Betroffenheit für uns hier. Und deshalb habe ich für mich das Gefühl, ich kann mich da reinversetzen, ein Stück weit jedenfalls, in das, was dort passiert. Und ich glaube auch, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen jeder für sich schauen muss, wie kann er unterstützen, wie kann er helfen. Und das ist auf den verschiedensten Ebenen, denke ich, möglich, in welcher Form auch immer. Aber es gibt eine weitere Problemzone, die im Moment in den gänzlich unverdienten Schatten gerückt ist. Und die Idee zu dieser Veranstaltung lag davor. Und sie ist schon älter als die aktuellen Ereignisse, die in Libyen jetzt gerade zu sehen und zu verfolgen sind, wobei die eben sehr in den Hintergrund gerückt sind. Sie ist aufgekommen, diese Idee, die Mürwit hat diese vor allen Dingen vorangetragen, weil viele von uns wochenlang die Umbrüche in den arabischen Ländern wie Tunesien und Ägypten verfolgt haben und eben auch in jüngerer Zeit in Libyen. Und dann tauchten diese vielen Flüchtlinge, die Tausenden von Flüchtlingen in Lampedusa auf, sind dort angelandet und dann fing auch sehr schnell der Streit darüber an, was soll mit diesen Menschen passieren, wer soll sie aufnehmen, wer kann, wer will, wer darf. Und wer sich noch an das Jahr 2009 und 2010 erinnert, da gab es ja ähnliche Bilder, da haben wir das in ähnlicher Weise schon mal erlebt. Und die Frage des Flüchtlingsschutzes tat sich damals auf und sie stellt sich nämlich heute wieder. Und Europa steht nun genau wieder vor dieser Verantwortung, diesen Flüchtlingen einen menschenwürdigen Umgang zu gewähren. Und die Frage ist, wie soll das geschehen? Und diese aktuelle Situation nehmen wir heute Abend zum Anlass, um die Frage des Flüchtlingsschutzes aus der Perspektive der Europäischen Union, aber auch des Landes Hessen und der Kommune bzw. des Kreises zu diskutieren. Und deshalb ist es besonders schön, dass wir eine ausgewiesene Expertin für dieses Thema gewinnen konnten, der Mürwit muss man da sehr danken, nämlich die Frau Barbara Lochbieler. Herzlich willkommen hier in unserer Runde. Ich darf das mal von hinten über Ihren Rücken so sagen. Sie ist Europaabgeordnete der Grünen Fraktion und war vorher langjährige Leiterin der Deutschlandsektion von Amnesty International. Und weiter werden heute mit Ihnen, mit euch diskutieren die Landtags- und Kreistagsabgeordnete Mürwit Öztürk und der grüne Sozialdezernent Günter Kaufmann-Ohl. Es ist natürlich in so einer Situation, wenn man Wahlkampf für die Kommunalpolitik betreiben möchte,
immer sehr ja, wichtig, bestimmte Themen aufzugreifen, die dann auch nachher vielleicht in der neuen Kommunalzusammensetzung weiter bearbeitet werden können. Und es ist aber auch wichtig, aktuelle politische Themen aufzugreifen, die jeder quasi am Fernsehen beobachtet und importiert bekommt in die Wohnzimmer. Und für mich persönlich als Landtagsabgeordnete und auch als Kreistagsabgeordnete, die auch früher mal im Europaparlament gearbeitet hat, stellt sich immer die Frage, sind diese Themen alle wirklich so unabhängig voneinander? Also ist die Europapolitik eine Politik, die findet nur in Brüssel statt und wir können auf der kommunalen Ebene gar nichts dazu machen? Oder können wir auch in der Bundesebene gar nichts dazu machen? Und oft stellt man fest, wenn man themenspezifisch arbeitet, dass die Verbindungen auf diesen verschiedenen Ebenen viel enger miteinander verzahnt sind, als man es denken mag. Und oft ist es, glaube ich, auch ganz sinnvoll, wenn man gemeinsam über diese Verzahnungen spricht, dass dabei auch vielleicht konkrete Handlungsempfehlungen, Anweisungen, Schritte erfolgen. Und heute ist das vielleicht so ein Versuch, die Flüchtlingsschutzdiskussion auf der Landesebene, auf der Landesebene Hessen und auf der EU-Ebene zu thematisieren und einfach mal die Perspektiven auszutauschen. Bevor ich die erste Frage an Barbara stelle, würde ich dich gerne noch ein bisschen ausführlicher vorstellen und auch gerne Günther vorstellen. Wir kennen uns zwar alle, aber es ist trotzdem immer ganz gut, glaube ich, noch den Background nochmal darzustellen. Also wie der Heinz schon gesagt hat, hast du lange Jahre für Amnesty International gearbeitet und als du dann 2009 für die Europaebene kandidiert hast, war das für viele ein sehr, sehr interessanter und sehr positiver Ansatz, dass man eben endlich auch mal flüchtlingspolitisch und menschenrechtspolitisch im Europaparlament ganz anders vertreten ist. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Zugewinn für uns Grüne. Du sitzt dort im Europaparlament im Menschenrechtsausschuss und bist auch die Berichterstatterin für den Frontex-Bericht und arbeitest sehr eng zum Iran-Thema. Erwähne ich deswegen, weil ich glaube, wenn man Flüchtlingsschutz thematisiert, fällt oft den Leuten aktuell immer die Frage ein oder fängt, oder man hat das Gefühl, Europa schützt nicht die Flüchtlinge, sondern schützt sich vor Flüchtlingen durch Frontex. Und deswegen ist die Frage vielleicht nachher an dich, wie bewertest du die Arbeit Frontex ein? Also daher finde ich das sehr gut, dass du auch heute bei uns bist. Und Günther, da möchte ich kurz auch noch zwei, drei Sätze sagen, der zwar lange Jahre allen Grünen bekannt ist, aber heute sitzen auch hier Leute, die nicht grün sind. Von daher möchte ich Günther vorstellen als unseren ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten, unseren Dezernenten, der seit 2006 hier im Lahn-Dill-Kreis für den Fachbereich Soziales, Arbeit und Integration zuständig ist. Und vorher war er 10 Jahre lang der Fraktionsvorsitzende der Kreistagsgrünen im Lahn-Dill. Ja, und Günther ist heute auch auf dem Podium, weil er auf der kommunalen Ebene unter anderem auch für die Unterbringung der Flüchtlinge zuständig ist. Und deswegen freue ich mich, dass er heute uns zur Verfügung steht, vielleicht auch um nachher eure oder ihre Fragen zu beantworten und auch eine kurze Einschätzung abzugeben, inwiefern Flüchtlingsschutz auch ein Thema ist, was in der Kreispolitik ja, uns bewegt und beschäftigt und wo ist auch zum Beispiel die Kreispolitik einfach überfordert und kann da gar nicht mehr alleine arbeiten. So, das wäre so die Ebene. Was die Landesebene machen kann, das würde ich gerne einfach zwischendrin in die Fragen einspeisen und auch meine Erfahrungen aus dem Petitionsausschuss und der Härtefallkommission transportieren. Ich bin, wie Sie wissen oder wie ihr wisst, seit 2008 Landtagsabgeordnete und bin darin auch thematisch zuständig für den Bereich Flucht, Migration, Integration und macht sich halt bemerkbar hauptsächlich in der Arbeit des Petitionsausschusses. Das heißt, wenn Personen, die Asylanträge gestellt haben, abgelehnt worden sind, wenn es dann um die Ausreise geht, mit anderen Worten um die Abschiebung geht, ist das nochmal ein Thema, wo man mit Einzelfällen sehr eng arbeitet. Von daher freue ich mich heute vielleicht den Versuch zu machen, diese Sachen miteinander verknüpfen zu können.